Was ganz Besonderes. Wie von einem anderen Stern. Es sieht aus wie aus Star Wars, so ein kleines bisschen. Ja. Direkt mal der Preis. Was kostet das? Dieser, ja, im Moment habe ich noch keinen Preis. Ist noch ein Prototyp. Ja. Was ist besonders mit diesem Trailer, Teardrop Trailer heißt das, ist von Kunststoff gebaut. Okay? Kunststoff? Kunststoff, recycelt Kunststoff. Okay? Ist der einzige Art der Trailer der Welt, die so gebaut ist, wiegt nur 700 Kilo. Okay? Und der wird verfügbar ab Anfang nächstes Jahr in europäischen Markt. Herstellung läuft auch in Südafrika von der Firma, der heißt Edge Out. Da sagt diese Firma, wegen dieser besonderen Design, hat am Montag Termin in Essen für den Red Dot Award zu bekommen. Ja? Sehr cool. Und diese Trailer. Es ist ziemlich stabil gebaut. Also wenn du hier guckst, so die ganzen Scharniere. Es ist extrem stabil gebaut. Ich war mit diesem Trailer vor einem Monat in Botswana und da ein paar tausend Kilometer in sehr harte Wege gefahren. Sehr hardcore Offroad und nichts ist kaputt gegangen. Das war unglaublich. Ich habe das nicht gedacht, weil das mein erster Test von dem Produkt war. Und wir sind extrem zufrieden. So, und da vorne ist ein Tank für das Wasser. Ihr habt eine Außenküche, eine große mit drin. Wir haben Außenküche, wir haben den Wassertank, wir haben ein Batteriesystem, wir haben einen Kühlschrank hier. Alles, was man für seine Urlaub braucht. Aus Kunststoff? Ist aus Kunststoff. Schau mal, wie dick ist da. Das ganze Material ist. Ja, schau mal, wie stark ist es. Es ist keine Plywood, kein Holz, kein Aluminium. Es ist einfach kein Sandwich-Material, einfach Kunststoff. Wenn du überlegst, dass zum Beispiel Mülltonnen sind ja aus Kunststoff gebaut, was die alles mitmachen. Genau. Das ist eigentlich. Der Hersteller ist ein Mülltonnenhersteller. Nee, Quatsch. Ja, genau. Ist eine Mülltonne. Ich war da bei ihm erst mal in Fabriken. Sie haben solche Dixie-Toilette. Ja? So eigentlich, sie können eine sehr robuste und stabile Produkte einbauen. So, ich zeig's mal gerade. 1300 Kilo ist das Gesamtgewicht maximal. Ja, ja. Hier vorne habt ihr jetzt so ein paar Sachen mal eingebaut, die ganz sinnvoll sind. Was ist denn das für eine Kühlbox? Das ist eine Kühlbox, Aluminium-Kühlbox. Der kommt aus der Firma Snowmaster, auch aus Südafrika. Wir bringen mehr Produkte aus Südafrika. Sehr robust, sehr stabil, sehr stark. Was Besonderes mit dieser Kühlbox, der hat auch eine Fernbedienung. Das heißt, wir können in Fahrzeuge auch schauen, was es hinterläuft. Oder der Kühlbox funktioniert, was die Temperatur, können wir das verändern. Die Marke ist sehr bekannt in der Offroad-Szene in Europa und wir sind der europäische Importeur davon. Wenn du mir mal kurz zeigst, hier vorne, das ist auch ziemlich genial gemacht. Ja. Das ist so ein Aufschubsystem, das sogar noch gut aussieht. Genau. Wir haben Schubladen, ja, wir haben vor alles hier, können wir alles, was wir brauchen. So, da vorne ist abwaschen. Ja. So, dann hast du noch genug Platz für Teller und so weiter. Wir haben hier Fächer für alle Sachen, die wir mitnehmen mussten. Wir haben sehr große und komfortable Raum drin. Können Sie sehen, zum Schlafen. Zeig mal bitte. Bin ich ja gespannt. Wow. So. Aber wie viel Platz haben wir drin? Welche dicke Matratze haben wir hier? Das ist besser als in hier der Dachzelt zum Beispiel, als die Matratze hier. Wir haben Stauraums überall. Es riecht auch gar nicht so nach Kunststoff. Ich habe jetzt gedacht, dass das irgendwie irgendwelche Ausdünstungen oder genau, so. Genau, das dachte ich auch, ja, aber ist es nicht. So, ist gar nicht. Ja. Also das ganze Design, der Red Dot Design Award, genau. Das ist, glaube ich, so der ganz große Oscar der Szene, oder? Genau, genau. So, wenn du da siehst. Kommen, dass der Designer von diesem Trailer und die Inhaber von der Firma, die kommen morgen nach Deutschland, uns auf der Messe zu besuchen und dann sie fahren nach Essen, um diese Red Dot Award zu bekommen. Was denkst du ungefähr, was der kosten wird? Hast du gar keine Idee? Wie schätzen, wie muss denn das attraktive Preis kommen? Unser Ziel ist, wir zwischen 20 zu 25, aber voll ausgestattet. Das heißt, mit Heizung, mit Warmwassersystem, mit Klima, das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir schaffen, zu diesem Ziel zu kommen. So, komm, wir zeigen das mal gerade komplett. Basisversionen, die werden günstiger, aber wie muss denn das der voll ausgestattet System, auch so mit Sonderfahrwerk und alles, wird in die Richtung von 25.000 Euro kommen, wo parallel Produkte oder Trailer steigen normalerweise ab 25.000 oder 30.000. Ja, das ganz große Thema ist natürlich jetzt nicht in dort unten, jetzt in Südafrika, ist das Thema Elektromobilität. Genau. Die Fahrzeuge müssen immer leichter werden. Das hier ist praktisch schon sehr leicht. Das ist die Idee. So wie gesagt, dieser Trailer hier wiegt nur 700 Kilo. Sehr cool. Okay? Das ist sehr schnell. Da kann man mit an jedem PKW mitnehmen. Wir haben immer die Option, noch Dachzelt auf dem Dach haben. Das konnte auch eine Familie werden. Das heißt, wenn Eltern und zwei Kinder können auch diese Trailer sehr gut benutzen.
So, ihr seid Importeur, das bedeutet, ihr importiert dafür, ihr seid auch der Inverkehrbringer, wenn irgendwas passiert. Genau. Bist du dran, oder? Ja, ich bei unserer Firma, wir haben einen Ingenieur, der ist sehr bekannt in diesem Markt, der ist ein Ingenieur vom MIT, von Boston. Der ist der Dr. Björn Schulz und der macht für uns die Arbeit mit dem KBA, mit dem TÜV. Wir machen die Homologation von unseren Produkten. So, der ist Dr. Schulz, der ist verantwortlich, um diese Produkte zum Straßenverkehr zu bringen. Du sprichst Deutsch? Ich spreche sehr gut Deutsch. Ja. Auch Norwegisch. Ja. Super. Norwegisch auch, das ist ja krass. Ja, ja, das ist stark, was ich auf die Straße gebracht habe, weil ich sag mal, die Fahrzeuge müssen immer leichter werden. Das ist die Herausforderung. Das ist richtig. Ich muss ja auch an die Führerscheine und Führerscheinklassen heutzutage denken. Ne? Wir wollen ja auch die Leute mit einem normalen B-Führerschein in den Genuss bringen, mit so einem Camper mal durch die Gegend zu fahren. Das heißt, jetzt mit dem normalen Golf von der Zuladung und Anhängelast kann quasi jeder so ein Auto mit diesem Hänger als Urlaubs sag ich mal, als Urlaubsgespann bewegen und das war unser Hauptziel. Weil ja, wir haben ein Leergewicht von 720 Kilo. Ja. Zulässiges Gesamtgewicht wollen wir 1300 Kilo nicht überschreiten. Ich habe 500 Kilo Zuladung. Das reicht für alles. Ne? Und du kannst fast mit jedem Auto dann dieses Gespann bewegen. Ja, das Ganze ist ja natürlich auch Produktdesign, ist die Herausforderung. Das Ganze muss gut aussehen. Es darf nicht zu viel kosten. Ja. Das ist ja auch so, man hat immer das Gefühl, es gibt nur eine Richtung, Richtung Norden beim Preis. Ja. Da gilt es dagegen zu arbeiten. Siehst du das in Zukunft auch so, dass die Inflation uns da noch einen großen Strich machen wird? Der Punkt ist, dass der Preispolitik fängt an bei der Materialienwahl. Das heißt, wenn ich irgendwann, was haben wir am meisten auf diesem Planeten? Das ist Plastik. Plastik ist ein Rohstoff, den ich im Endeffekt recyceln kann. Wenn ich mir alle Sandwich-Bauweisen Hänger angucke, die erheblich schwerer sind, erheblich breiter, die Wände sind viel, viel dicker, das ganze Gewicht ist anders, dann ist das die Zukunft. Das ist ultraleichtgewichtig, das hält ewig, das kannst du in 20 Jahren dann quasi komplett recyceln. Man muss ein bisschen an die Zukunft denken. Na klar, das sieht auch noch gut aus, ansonsten hätte er nicht den Red Dot Design Award in Essen verliehen bekommen. Aber Form follows Function, auch in diesem Fall, ich denke, das ist ein Top-Produkt. Und ich denke, dass der Preis auch sehr attraktiv sein wird. Er hat mir erzählt, du hast studiert MIT. Warum gerade bei ihm arbeiten? Du könntest ja überall arbeiten. Du könntest ja auch bei Google das arbeiten. Jeder Mitarbeiter bei uns, warum wir arbeiten. ist die coole Firma? Die Firma, ich kenne den Rohr sehr lange. Ich war vorher leitender Redakteur der Zeitschrift Offroad. Und wir sind uns schon öfter über den Weg gelaufen und das Angebot kam sehr, sehr plötzlich und der Dror benötigte Hilfe. Ja. Und ich habe einfach ja gesagt. Das ist eine Firma, ich kann mich da gut reinversetzen, das ist ein sehr internationales Team. Ne, wir sind alle irgendwie mit einem Migrations- oder anderen Background und wir fühlen uns da wahnsinnig wohl. Gut, es ist in Franken, aber man kann nicht alles haben, sag ich mal. Man kann nicht alles haben. Ja, dem Herrgott muss man danken, auch für Unterfranken. Das ist so, aber ich bin richtig stolz, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Letztes Jahr, großer Sturm. Ihr wart schon hier letztes Jahr? Ja, okay. Wir sind auch weggeflogen letztes Jahr. Wir haben alle Bahnen neu, weil letztes Jahr war alles kaputt. In der Cold Edition, sagen wir mal. Wir haben uns da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber wir standen hier mit... Ich hatte, glaube ich, Thermounterwäsche und meine kompletten Snowboard-Anzüge an und dann sind wir noch weggeflogen. Ja. Gut, es war ja auch wichtig, dass die Messe stattgefunden hat, weil die war dann natürlich im Oktober. Ja. Jetzt sind wir mitten fast im Hochsommer. Ja. Es war ja die ganze Zeit kalt, das Wetter. Ihr habt auf den Wetterbericht geguckt, das kann nicht besser sein. Ne? Ich muss sagen, wir waren hier letztes Jahr im Oktober nur, weil für uns war wichtig, der Organisator zum unterstützen, weil wir geschäftlich letztes Jahr für unseren Markt war verrückt. Okay? Die Messe war nur Kopfschmerzen und Messe im Oktober, besonders für mich, ich komme ursprünglich aus Israel, Sonnenland, hier im Oktober draußen zu stehen, vor 5 Tage, ich war total tot danach. Ich zeig dich mal gerade, du hast ja im Prinzip jetzt schon Gänsehaut, oder? So ein bisschen, jetzt bei der Hitze, ist noch zu kalt. Das ist für, unter 20 Grad ist für mich kalt, ich gehe nicht Camping, wenn es zu kalt ist. Aber das war wichtig und die Messe ist stattgefunden und war super. Die Kunden sind gekommen, wir waren so glücklich, die wiederzusehen. Ja. Aber wir haben uns alle versprochen, dass in Oktober nie mehr. So, für Leute, die noch nie hier waren, also viele kennen ja die Messe gar nicht, weil sie vielleicht nicht aus der Szene kommen. Es kommen aber immer mehr Leute, die gar nicht so aus dem 4x4, Metier kommen, kommen. Die sind auch ganz, ganz herzlich willkommen, oder? Jeder ist hier herzlich willkommen. Man sieht ja auch, dass sich in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie
die Reiselust und ich sag mal, der Reiseantrieb etwas geändert. Vorher waren es halt wirklich die Kunden mit solchen Fahrzeugen, die zu uns gekommen sind. Und jetzt kommt jemand mit seinem ganz normalen Skoda Fabia und möchte auch in den Genuss Dachzelt. Ja. Die Medienlandschaft hat sich sehr verändert. Es waren in den letzten 2 Jahren sehr viele Berichte über Camping. Wo kann ich mich hinstellen, wenn ich das Land nicht verlassen darf? Muss ich irgendwo Rügen entdecken? Warum auch nicht? Deutschland hat viele schöne Ecken. Und genau so, das sehen wir hier auch. Das Fachpublikum wird immer, immer breiter. Es muss nicht gar nicht so viel Interesse da sein, aber ich glaube, die Faszination Reisen und Overlanding ist ungebrochen. Ja, und das sehen wir absolut. Wenn ich den haben möchte, wo wird es den geben, bei welchen Händlern? Ihr seid ja jetzt der im Prinzip Importeur, man kann ihn nicht direkt bei euch kaufen. Wir sind der Generalimporteur, wir sind Mitbesitzer dieser Firma und bauen da quasi gerade auch das Logistiknetzwerk, um in Südafrika Arbeitsplätze zu kreieren mit diesem Trailer. Die Planung ist, dass dieser Prototyp wird als erstes homologiert. Es sind sehr, sehr viele Komponenten, die in Deutschland schon mit ABE erhältlich sind. Das sind Knotzsysteme, Bremssysteme, Achssysteme. Das sind deutsche Hersteller, deutsche Markenprodukte. Von Anfang an setzen wir da drauf, weil das macht uns die Homologation einfacher. Wir gehen davon aus, dass wenn die Produktion anläuft, dass wir nächstes Jahr zu dieser Messe, sag ich mal, zulassungsfähige COC-Papiere für diesen Hänger haben, dass in ganz Europa quasi das gekauft werden kann bei ausgewählten Händlern und dann auch für die nächste Sommersaison auf die Straße gehen kann und auf die Reise. Dein Name nochmal? Dr. Björn Schulz. Dr. Björn Schulz und? Dror Harel. Ja, ziemlich cool. Aus Israel, dem immer kalt ist, sobald es unter 20 Grad sind. Vielen Dank fürs Einschalten heute, 15. Juni 2022, German Television von der Abenteuer Allrad 2022. Tschüss. Ciao. Tschüss.